zu Hause gesessen und habe ein bisschen Revue passieren lassen, so vor mich hin, was haben wir eigentlich alles erlebt. Ja? Wir haben viel erlebt, wir haben viel gelacht, wir haben Versuchen miteinander gehabt. Ja? Zeitweise ist uns hin und wieder einmal was ein bisschen bämisch vorkommen. Und dann haben wir gedacht, wie könnte das aussehen, Winnetou 1 auf bämisch. Ja? Und habe mich da hingesetzt und habe mir mal überlegt, wie schaut das aus, und jetzt möchte ich euch gern ein paar Minuten eurer Zeit stehlen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja? Winnetou 1 gefällt 2015. Winnetou, noch jung und dumm, reitet in der Gegend rum. Kommt zurück zu seinem Vati, hat gefangen Happy Puppy. Schreit der Strasser, hab ich gesehen, in die Jagd grünt Zug rumstehen. Inchu sagt, das will ich sehen und zuerst nur mit unserem Deutschen reden. Ein bisschen Zeit ist jetzt vergangen, denn Klecki ist mit Joji ausgegangen. Kommt ein fremder Mann daher in einem Anzug und einem Bär. Fragt den Klecki, wer ist das Mal in dem schönen Lederkladen? Der erwidert, junger Mann, das geht euch einen Scheißdreck an. Kommt der Semi schnell herein mit seinem Freund, dem dicken Stein? Sagt der Semi, reit voraus, der Piefke kennt sich doch nicht aus. Der Wien ist jetzt ein bisschen zwider, sagt, ich hau jetzt alle Weißen nieder. Der Klecki meint, du sei jetzt still, ich zuerst mit denen reden will. Die Zeit vergeht, das Stickel rennt, weiter geht es jetzt im Camp. Kommt der Bäse Cowboy her, schreit, scheiß mir an, da ist ein Bär. Der Piefke rennt in den Wald hinein, man hört keinen Schuss, man hört keinen Schrein. Eines ist jetzt ganz gewiss, dass der Bär jetzt Gulasch ist. Zwischendurch und nebenbei gibt's im Camp eine Schlägerei. So kommt der Name, den jeder kennt, der Kerl da heißt Old Jedi. Bravo! Der Sender steht da in der Wiste, sucht verzweifelt Sprengstoffkiste. Kommt der Besser Heitling her mit einem Messer und einem Gewehr. Noch am kurzen Palaver sind die beiden Havara, wollen Freundschaft noch verdichten und Apachen gleich vernichten. Sender jetzt zum Rettler geht, sagt, ich brauche Dynamit, sonst, und das mache ich glatt, hau ich dir ein blutig Cut. Dreimal Li und einmal Lu kehren die Stücke A dazu, denen ihr einziges Problem, kann auch den Reichsknopf sehen. Auf einmal kannst du Indianer hören, sie über den Zug da zu beschweren. Nur eines ist ein bisschen blöd, der Rettler da im Weg rumsteht. Das merkt man schon von der Weite, der geht keinen Schritt da auf die Seite. So kommt dann das, was kommen muss, aus Rettlers Kot löst sich ein Schuss. Der Klecki sagt verwundet nieder, sagt, find den Wini, wär ich Brüder. Dazwischen Inchu frisch und munter, springt sein Pferd ins Tal hinunter. Und spielt dann mit vollem Gas das Stückel einfach weiter ohne Schass. Weiter geht's mit der Geschichte, vorbei ist die nur lange nicht. Sam und Schettisch reden froh, aber wir stehen Indianer da. Der Bäse Heikling und sein Messer wissen wieder alles besser. Schetti sagt, ihr bleibt da stehen, ich muss jetzt schnell mal raufen gehen. Schetti kämpft jetzt mit dem Messer, Krieger gut, der Schetti besser. Mit viel Lärm und mit viel Brummen hört man die Apachen kommen. Das Spiel ist jetzt erst angepfiffen, denn jetzt wird kräftig angegriffen. Der Schetti nun am Boden liegt, die Apachen alle sind verknickt. Reiten zurück in das Pueblo, dort geht die Post erst richtig ab. Ums Leben kämpfen will der Schetti, den Kampf gewinnt er, darauf wette. Haut ganz schnell und gar nicht wieder den Inchuchuna Kuzman nieder. Dazwischen noch ganz still und schnell zieht der Tango über die Ohren das Fell. Sammy denkt, na ist das schön, jetzt können wir nach Hause gehen. Doch da gibt's noch ein Versprechen, das will der Piefke anentbrechen. So wäre jetzt, das ist doch klar, der Winnie und er ein Brüderpaar. Der Inchu denkt, der Schetti ist versorgt, hab ihn doch mein Söhnchen borgt. Schetti aber die Tochter wollt, dann reiten wir halt mal zu die Gold. Inchu macht der Hoppala, liegt jetzt sterbend nieder da. Sente schießt, dann macht es Platsch, die Prinzessin liegt im Gatsch.
Was schätze ich schreit, so heiß mir quer, die alte da ist ziemlich schwer. Muss ich fragen, wie ein Hühner das Mal jetzt noch von der Bühne. Zu Ende ist die Geschichte noch nicht, glaubt es mir illegal nicht. Weiter geht's, das ist doch klar, die Kunden gewinnen, ja, für ja. So reiten Sam und die zwei Brüder und metzeln die Banditen nieder. Jetzt ist auch das eine klar, er hat ja eh nichts Besseres vor. Winnie ist Chef der Apachen, Publikum ist wild am Klatschen. Jetzt ist die Geschichte aus, ich hab euch gern, kommt's kurz aus.